Hi und willkommen auf diesem Kanal, Darius mit euch. Vor kurzem war der Disney Plus Day, um genauer zu sein, am 12. November. Dort wurden sehr viele Marvel-Projekte angekündigt, einige Star Wars-Projekte sowie Animationsfilme-Projekte. Eines davon wurde Cars on the Road, eine in der Zukunft erscheinende Cars-Serie über Lightning McQueen und seinen besten Freund Hook. Die Teaser-Material und ein paar Grundinfos wollte ich in diesem Video zeigen und was dazu sagen. Na dann, ohne viel Gelaber, macht es euch gemütlich und ich fange mal wie immer an. Die Animationsserie Cars on the Road erscheint 2022 auf Disney Plus. Wann genau ist jedoch unbekannt. Ich persönlich schätze auf den Sommer 2022. Dort wird es um die verschiedenen Abenteuer von Lightning McQueen und seinem besten Freund Hook gehen. Doch was genau kann man nur an den Konzeptbildern sehen, die ich noch im Laufe der Zeit zeigen werde und was dementsprechend zu sagen werde. Auf dem ersten Bild sieht man zwei riesige Dino-Trucks, das darauf hindeuten kann, dass Hook sowie Lightning McQueen in einer Art Jurassic Park oder Jurassic World sind. Oder Theorie B, sie sind in der Vergangenheit. Wenn sie in der Vergangenheit sind, denke ich, es wird nichts weiteres als Cars 2, wo kurze Geschichten über Hook erzählt wurden und wo plötzlich irgendwie Lightning McQueen aufgetaucht ist. War eigentlich funny zu sehen, aber ich denke nicht, dass es wirklich kanonisch war. Vielleicht gab es da aber auch ein paar Folgen, die wirklich kanonisch sind. Naja, dazu werde ich noch in der Zukunft ein einzelnes Video machen. Das zweite Konzeptart zeigt, wie Lightning McQueen sowie Hook gepanzert und bewaffnet sind. Die Autos um den herum sind ebenso, gepanzert und bewaffnet. Dieses Bild gibt den Anschein, dass es zu einer Apokalypse kam. Wie es dazu kam, denke ich nicht, dass es gezeigt wird, denn es könnte die Theorie 1 bzw. die Theorie aus dem Konzeptbild 1 bestätigen, dass Lightning McQueen und Hook Zeitreisen haben werden. Ich bin wirklich gespannt, wie es dazu kommt, wenn es überhaupt gezeigt wird und ob es Zeitreisen sind oder nicht. Das letzte Konzeptbild, was vorhanden ist, zeigt am wenigsten von allen. Und zwar Lightning McQueen fährt von einem Monster Truck weg. Sehr wahrscheinlich wird Lightning McQueen verfolgt. Warum? Das ist unbekannt. Aber sie befinden sich in einer Waldgegend, wenn man auf den Hintergrund achtet. Mehr kann ich nicht dazu sagen. Das waren auch schon alle Infos zu der Serie Cars on the Road. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und würde mich mega über ein Like sowie einen Kommentar freuen. Denn wie soll ich sagen, mein Algorithmus auf diesem Kanal ist ziemlich am Boden und wirklich, ich freue mich über jeden Kommentar, über jeden Like. Mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen, außer tschüss ihr Rennfahrer und seid auf Herzen mit euch.